Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands, heute in einem neuen DLC. Wir gehen nach Jacobstown und das war... Welche DLC, Mr. Tau? Jacobs Cove übrigens und um nicht mal so leicht zu berichtigen. Also jedenfalls ist das der Schnellpunkt und Moment, ich gehe mal einmal ganz kurz ein bisschen nach links. Ich habe meine Liste jetzt so weit weggeschmissen. Moment! ganz genau heißt das DLC, damit ich es nämlich auch ganz genau sagen kann. Moment, wo ist es jetzt? The Zombie Island of Dr. Ned. Genau, Dr. Ned haben wir ja schon mal bekämpft, was ein bisschen irritierend ist, weil wir ihn hier wahrscheinlich erst töten. Ja gut, wir haben es jetzt Alter, der wurde mit dem Koffer erschlagen, guck dir das mal an. Hab ich gesehen, der wurde mit dem Koffer erschlagen. Arme Sau. Ist das also, ich wundere mich auf jeden Fall, dass hier kein Trailer kam, also keine Inszenierung. Ja, stimmt, aber dazu auch noch muss ich sagen, ich finde das hier, also es sieht ganz anders aus halt, ne, als in den anderen Bereichen und sowas. Finde ich schon cool gemacht, definitiv. Zero, versuch doch mal ins Wasser zu springen, mal gucken, was passiert. Okay. Ja, nee. Okay. Was ich aber gerne sagen würde, ist auf die Felsen hier runter. Okay. Ja, so viel dazu. Ja, hier gehen Pfeile lang. Ich finde es auf jeden Fall cool gemacht. Also es sieht richtig schön gruselig, richtig schön Zombie-like aus. Ich freue mich drauf. Okay. Also los. Habe ich mir auf Zombies eingestellt und meine Schrot rausgeholt. Schrot ist immer sehr effektiv gegen Zombies, habe ich gehört. So. Was für die... guck mal, hier können wir rein. Merkwürdigerweise haben wir auch schon Quests davon. Ich weiß, dass wir einmal kurz diesen Ort hier besucht haben. Aber auch nur, weil wir die Quests hatten und da deswegen hergekommen sind. Richtig, richtig. Da sind wir ja einmal schon zu Jacobs Cove gegangen und genau. Aber nur wegen der Quest, weil wir die Quest genau, schon lock hatten. Genau, ich weiß auch nicht, warum wir sie bekommen haben. Ob wir sie aus einem anderen DLC oder so aus Versehen, vielleicht, ich weiß es nicht ganz genau. Vielleicht, als wir Ned getötet haben. Das kann natürlich auch sein, dass wir deswegen dann die Quest bekommen haben. Eine Sache irritiert mich ein wenig, Zero. Wir können hier in diese Mühle anscheinend irgendwann mal reingehen, weil die Tür kann ich zwar benutzen, aber sie geht nicht auf. Hast du recht? Wahrscheinlich kommen wir da später mal hin. Gut, gehen wir erstmal weiter. Eine Richtung gibt's nur. Schön mit Girlanden hier, also Lichterkette. Wir laufen erstmal irgendwo bis zu einem Punkt hin und dann werden wir mal eine Quest aktivieren, falls wir nichts finden, würde ich sagen, oder? Ja, richtig. Wir laufen jetzt. Okay, da kommen auf jeden Fall schon Zombies. Ich komme aus den Bäumen. Bam. Ja, wie die geil, explodieren ey. So richtig schön. Okay, Zombie-Hirn. Es scheint. Wow. Das ist crazy hier. Und vor allem merke ich eins: keine Musik. Noch ein bisschen. So ein bisschen. So. Dingensmusik ist drin, oder? Ich höre gar nichts. Und ich muss auf den Boden schießen, um die zu treffen. Meine Raketen fliegen durch die durch. Also die Zombies haben auf jeden Fall... Aua, du brennst mich an! Ich dich? Ja, tatsächlich. Ich glaube, das war jedenfalls so ein... Ich verbrenn alles. Ich verbrenn Kisten, ich verbrenn Tau. Alter, sieht creepy aus. Also auf jeden Fall sind... Hör irgendwas. Ja, das war am Spawn. Am Spawn war so eine Stimme. Ach so, ich habe das Gefühl, es ist auch tatsächlich so viele Zombies, aber die halten wenig aus. Also ja, immer stimmt. So schöne Massen. Wahrscheinlich kommen dann auch. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn irgendwie noch Special Zombies kommen sollten. Das wäre cool. Also bisher ist das recht linear hier. Und ich steck schon wieder fest, ey. Typisch Zero. Ja, wir kommen hier runter, aber danach nicht mehr hoch, ne? Ja, mal ich guck mal auf die Karte. Wie sieht die Karte überhaupt aus? Wo okay, kommen wir da hin? Vielleicht mal. Ah, so laufen wir zur Stadt. Das ist schon mal ein guter Anfang. Definitiv, ja. Es gibt auch nur diesen einen Weg. Ah, guck mal, durch die Mühle wären wir auch dahin gekommen. Hätten wir durch die Mühle gekonnt. Ah, das ist eine Abkürzung für später. Ja, wahrscheinlich. Können wir wahrscheinlich von hinten aufmachen, damit wir nicht so weit laufen müssen. Mhm. Aber ich sehe da unten noch ein Boot. Wir können auch mit dem Boot fahren. Oh, cool. Okay, ich bin mal gespannt, Okay. Weiter geht's erstmal. Ich komme. Okay, wir sind auf jeden Fall an dem Wegweiser. Jacobs Lumber Mill. Okay, also zu einer Sägemühle. Was haben wir hier noch? Da geht's zur Stadt. Nets Infirmary, Docks und Hollow's End. Hollow's End, da will ich hin. Das ist leider abgesperrt. Naja, kommen wir nur hin.
So, jetzt müssen wir irgendjemanden finden, mit dem wir mal reden können, um zu wissen, was hier überhaupt abgeht. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal Jacobs Cove. Ja, Jacobstown. Wirklich doch. Da fährt ein Claptrap rum. Der völlig durch den Wind. What the? Ich glaube, der flieht. Der flieht. Der flieht, tatsächlich. Ich dachte, hier wäre eine Stadt, wo wir mit jemandem reden können. Alter! Der hat mich voll angespuckt. Schießt du mich denn ab? Gatling-Geschütz. Der ist ja auf unserer Seite. Den müssen wir aktivieren wahrscheinlich. Ne? Ja, scheint auf eine Quest zu sein. Ich mach's jetzt einfach mal. Oder? Ja, die haben wir sogar ausgerüstet, die Quest. Cool. Das Gatling-Geschütz geht ab. Ja, wo schießt es denn hin? Ich hab keine Ahnung. Das ist ein bisschen verwirrt, das Ding, oder? Ich gucke mal, dass ich die alle mal aktiviere. Hoppala. So, das wird auch aktiviert. Hier ist noch ein Briefkasten. Da ist nichts drin. Einfach mal alles wieder looten hier. Ich sammle so lange Hirne ein. Okay, sammel du mal Hirne ein. Wo haben wir denn jetzt noch ein Gatling-Geschütz? Hier bei mir. Ich bin schon hier. Ah, okay. Ich bin da sogar drauf gelandet. Okay, wir haben das schwarze Brett aktiviert. Ey, irgendwer hat mich angekotzt. Glaube ich. Ja, das ist. Haben sie bei mir auch. Das Claptrap die ganze Zeit sagt, auch voll geil. Begrüßungskomitee. Das ist aber nett. Okay, dann haben wir schon mal einen Sinn gefunden, den wir machen müssen. Und zwar Dr. Nett helfen, der höchstwahrscheinlich nicht der Böse ist. Wieso sollte er? Nein. Wahrscheinlich der Gute. So, gehen wir mal hin. Und wir haben noch kein Lootkist hier gefunden. Nee, das stimmt. Boot. Das erinnert mich irgendwie an eine so eine Situation. Komm zu Dr. Nett und nicht aufs Sterben. Eine Seefahrt, die ist eine Seefahrt, die ist schön. Oh Mann. Oh, hier sind wieder Zombievögels, ja? Ja. Oh, was? Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als er auf mich aufgeflogen ist. Achso, der hat mich wahrscheinlich berührt und ist gestorben, oder? Oh Gott. Okay, ach, siehst du, da waren jetzt auch Läden, da bin ich kauf gar nicht. Ich versuche mal ganz kurz ins Wasser zu gehen, dich nicht zusammen. Hier sind noch Quest-Items. Na, komm, nimm mit. Bloodwing-Eye, die müssen wir auch sammeln. So, erstmal eine Milliarde mal Sachen verkaufen hier. Nein. Warnung, Sie betreten ein Sperrgebiet, aber da liegt doch ein Quest-Item. Och, Mann. Au. Nicht. Gibt's hier keinen Waffenladen oder so? Alter. Ich renn mal kurz zum Waffenladen. Ja, wollte ich eigentlich auch gerade nochmal machen, aber habe ich dann doch vergessen. Geh mal nochmal hin. Ist ja kein Weg jetzt so, ne? So, ein Revolver. Erfordert Level 40. Ist scheiße. Oh, hier ist ein Quest-Item drin. Liebste Anna. Ich bin in Jacobs Cove angekommen und du hörst sicher gern, dass es eine lebendige und fröhliche Stadt ist. Ich weiß, von dir und den Kindern getrennt zu sein, ist nicht einfach, aber es ist nur für ein paar Einsätze. Das Gehalt ist einfach viel zu gut. Ich werde hart arbeiten und schon bald wieder bei dir und den Mädchen sein. Mein Bruder wird sich in der Zwischenzeit um euch kümmern. Liebe Grüße, Hank. Warum habe ich das Gefühl, dass er nicht zurückkommen wird? Ja, wahrscheinlich wird er zurückkommen, aber nicht so ganz lebendig. Das kann natürlich auch sein. Also so halb lebendig vielleicht. Okay, was machst du gerade? Guckst nochmal nach Kisten oder was? Ja, ich habe gehofft, dass ich hier irgendwo noch was finde. Na, ich habe jetzt auch nicht so unbedingt was gesehen. Okay, gehen wir erstmal weiter zu den Docks. Netz Bleeding Heart Infirm. Okay. Klopfen wir mal doch mal nett an. Nett! Back in
Never Minutes. Ist der Doktor da? Fragezeichen. Dr. Nett ist nirgends zu sehen, allerdings hängt an der Tür eine Nachricht. House of the Net. Okay. Bin den Nett im Sumpf. Hm. Wo mag er denn wohl sein? Er wäre gehofft, dass wir in seinem Haus eine Lootkiste finden, hm? Hm. Vielleicht ja später. Normalerweise wird man am Anfang zugebombt mit so einem Zeug. Was haben wir denn hier? Hier, Jacob's Cove, Transport General Hospital, okay. Hollows End, da geht's Hollows End lang. Ich will hier lang. Ich hab irgendwo gerade einen Zombie markiert. Ach, da hinten. Ach, die kommen aus ihren Höhlen. Markiert hast du die? Ja, also mit der Maus drüber gefahren sozusagen. Okay. Und dann habe ich es gesehen auf dem Bildschirm. Oh, was ist das denn? Ach, nö. Hallo, Zombie. Ich hab den Zombie nicht. Oh, ich hab wenigstens erfahren, wer der Spucker ist von denen. Huch! Gibt's auch kaum geeignete Orte für Kisten. Das sind ja nur Bäume. Man kann das auch mal aufhören mit den Zombies. Zombies kann's nie genug geben. Kommen ja von überall. Aus dem Boden, aus irgendwelchen Höhlen. Eben sind sie vom Baum runtergesprungen. Da geht's zu nett, ja? Okay, ich versuche mal hinterher zu kommen. Mich schon wieder viel zu lange an den Zombies aufgehalten. Da. Nichts. Ja, wollen wir mal rüber? Ja, geh einfach. Hollows End. Yay! Ja, wolltest du hin? Da bin ich ja mal gespannt. So, willkommen in Hollows End, beziehungsweise in der Richtung Creepy Treehouse. Die geil, die Namen finde ich schon mal sehr geil. Die geben nur ein XP, die Viecher. Noch ja, zwei XP habe ich bekommen. Hallo, Zombies. Kann das sein, dass wir das zuerst denn machen müssen? Kann es dir ganz ehrlich nicht sagen. Die sind 35, wir sind 42. Na ja gut, beim letzten DLC, da haben wir natürlich extrem leveln können, ne? Weil wir ja da so viele die ganze Zeit immer niederstrecken mussten. Die Zombies machen seltsame Geräusche. Ja, das sowieso. Aber das machen sie ja eigentlich immer. Da hinten sind irgendwie Tesla-Spulen oder so. Da glitzert irgendwas, ja. Geh mal hin. Hier kommen wir, glaube ich, nicht vorbei. Okay, Sackgasse. Okay, hier ist auf jeden Fall, hier kommt man rein. Erwarte eine Lootkiste. Meine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Haben wir jetzt eigentlich schon genug Höhlen eingesammelt? Nee, haben wir nicht. Wie viel fehlen uns denn noch? Da rotzt wieder irgendwer auf mich. Kürbiskopf, in Hollows End haben wir auf jeden Fall Kürbiskopf nach der Mission. Hey. Och, guck mal, der krabbelt. Ist ja süß. Aue. Granate. Ich gar nicht treffe, wenn ich mit beiden baller. Wir müssen mal voll nachran. Ich sehe nichts. Der Typ hat mich angekotzt, ich sehe nichts mehr. So, hast auch immer fleißig die Brains eingesammelt. Ja, hast du. Eine Sniper, die ist aber auch nicht wirklich. Also ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass wir hier noch irgendwelche tollen Sachen finden. Ich glaube auch nicht. Ich meine, wir bekommen ein XP. So. Ich glaube, das ist mehr. Wir laufen im Kreis und die Gegner, die Zombies spawnen übrigens immer wieder neu. Huch, was bist du denn? Der trägt eine Kiste. What the fuck? Kamikaze-Zombie? Heilige! Das ist nicht irgendeine Kiste? Der explodiert! Ja, hinter mir war noch einer. Was für Freaks. Für mich sehr unpraktisch, weil ich so da ran muss.
Also nach links ist Trouble und Creepy House und nach rechts ist Hollow's End und Shady Oaks, ja. Ich versuche erstmal zu Nett zu kommen, weil ich glaube, die Zombies spawnen immer neu. Ja, also da können wir uns, glaube ich, für immer dran aufhalten. Ja, das stimmt. Dann würde ich auch sagen, machen wir mal hier so einen kleinen Rush. Nur verwirrt, wo ich langlaufe. Ja, irgendwie müssen wir weiter nach links, ne? Nirgendwo Kisten. Ja, und wenn meistens nur diese Munitionskisten. Hier hinten leuchtet was grün. Da ist ein Kürbis. Ach, hier guck mal, hier links ist so ein riesengroßes Haus. Obendrauf. Was sollen wir mit dem Kürbis machen? Kürbiskopf. Kürbislaterne anzünden. Wie zünde ich die denn an? Okay, wir müssen auf jeden Fall hier rüber, sehe ich gerade. Oder ist die bereits angezündet? Ich habe keine Ahnung. Und wir springen. Ich springe so einen Abgrund hoch und mit einmal steht so ein Kamikaze-Typ vor mir und explodiert. Alter, was für ein Freak. Hä, hier hat doch irgendwo was grün geleuchtet. Autsch. Blöd. Hä? Jetzt werden sie aber so langsam. Also es hat nicht grün geleuchtet, es ist einfach nur Licht gewesen. Hör lieber aufhören zu spawnen, ey. So, jetzt nehme ich mal meine fette Wumme hier. Alter, das hört aber auch echt nicht auf, ne? Mit den Viechern. Junge. Netzhaus habe ich übrigens gefunden. Oh Gott. Hallo. Oh, das hat weh getan. So, genau, hier rüber. Oh Gott, nein, nicht explodieren. Oh. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der ist auf jeden Fall nicht drin. Etwas Blaues. Etwas. Meine Güte. Wo kommen die denn alle her, sag mal? Ich hab keine Ahnung. Ich sehe überall eine rote Punkte. Was? Ich hab doch extra alle Kisten kaputt gemacht und da war einfach noch eine versteckt. So. Erstmal die Quest-Items hier, ne? Und dann die ganzen Müll. Okay, jetzt ist gerade mal so ein bisschen ruhig. Ja, ah, die kommen aber schon wieder angeratzt da hinten. Mhm. Oh, knallharter Tank. Ein Stein. Was steht denn? Tankstein. Oh, okay. Und der explodierte im Tod. Das ist crazy. Ich habe hier gerade was Grünes gefunden. Ich würde mal draufdrücken gerade. Jo, mach das schon. Hut ab! Du hast es lebend hierher geschafft. Ich schicke dir den Lift. Kann aber eine Weile dauern, bis ich das alte Ding per Hand zu dir runtergeschraubt habe. Vielleicht magst du die Schädelfresser abknallen, die da im Anmarsch sind. Er sieht eigentlich aus wie Dr. Zed mit dem Schnurrbart. Ja. So, ich stell mal mein Geschütz hin, damit das hier auch mal ein bisschen mitschießen kann. So. Sekunde noch. Ich mach so schnell die alten Hände können. Ich glaube, die Zombie-Hirne haben wir jetzt alle, oder? Ich denke nicht. Das müssen wir gleich noch. Ich war verzaubert, ich bin verlangsamt. Da ist ein knallharter. Ja, ich glaube, der ist bei mir. Einfach reinrotzen da. So, ich guck mal eben nach den Quests. Jo, ich sammle das Geld ein. Oh, jetzt tu mal nicht so, als hättest du noch nie während einer Zombie-Attacke auf einen handbetriebenen Aufzug gewartet. Handbetrieben. Das Schöne ist, wir haben die Quests anscheinend noch gar nicht. Welche? Die mit den Köpfen, oder? Die mit den Eiern haben wir, das sehe ich definitiv. Dann irgendwas mit Echo 1, 2, 3, 4, 5. Ja, tatsächlich. Aber die haben wir tatsächlich noch gar nicht. Aber oh, wir bekommen schon mal die Items. Hätten wir alle liegen lassen können. Oh. Fast, ich hab's gleich. Schön durch die Hose atmen. Dann kommt aber gleich noch was Fettes, oder nicht? Ich hoffe es. Oh,
verdammt nochmal, ich hab den verfluchten Lift fallen lassen. Ich konnte ihn nicht mehr halten. Ich hol dich rauf. Halt aus! Kann auch ganz inkompetent sein, ne? Ein wenig, ja. Also ich lasse hier gerade schön mein Geschütz einfach die Arbeit für mich machen. Ach, die okay. Spawnen auch immer an derselben Stelle. Ich habe hier schon einen Haufen an Leichen. Oh, da einfach reinrotzen aus 30 Metern Entfernung, nichts treffen mit der SMG. Ja, natürlich auch Vorteil. Wenn ich das Ding zu dir runterbringe, hast du gute Chancen, lebend da rauszukommen. Ich glaube, lebend würden wir hier trotzdem rauskommen. Ja, definitiv. Vor Langeweile würden wir wahrscheinlich sterben. Na komm, na los. Die anderen Zombies sind hinter der Mauer. Na los. Da geht doch. Verplempere bitte nicht meine Zeit und steig auf das verfluchte Ding. So viel dazu. Ja, dann zieh doch mal hoch. Ach so. Ich habe gerade kurz auf dich geguckt und dachte, du wärst 45. Ich wollte mich gerade schon beschweren, dass du nur 40 bist. Nee, wieso denn das mal? Ja, deswegen ja. Ah, okay. Hätte sein können, dass du einfach mal privat ein bisschen gelevelt hast. Nee. Oh, was? Ach so. Wahrscheinlich habe ich mich da in etwas verrannt. Ich bin Arzt. Ich helfe Menschen. Ich wollte doch nur, dass alle okay sind. Ich habe die Zombies erschaffen. Ich war nie so gut wie mein ungebildeter Bruder Seth. Wir sind total unterschiedliche Leute. Ah, ich brauche einen... I'm helping. Okay, der Schnurrbart ist übrigens auf seiner Maske drauf. Ja, jetzt weiß ich auch, wie du da drauf gekommen bist, dass er so ähnlich aussieht wie Dr. Seth. Nee, nicht Dr. Seth, sondern wie Seth. Ja? War das auch ein Doktor? Ich weiß gar nicht. Ja, hallo! Die sind Brüder. Das wusste ich gar nicht. Höchstwahrscheinlich ist das Seth, der sich einfach nur umbenannt hat. Das hörte sich nämlich sehr ironisch an, was er gesagt hat. Ja, besonders guck mal auf sein Namensschild. My name is... Siehst du das? Ja. Und einfach nur rüberklebt das Ned. Okay. Kann das sein, dass du da draußen dein Leben riskierst, während ich hier in Sicherheit bin und dir idiotische Anweisungen gebe? Oder redet Nein, gerade? Ich mache nur Spaß. Du bist ausbaufähig. Kann das sein, dass er ein Hakenkreuz früher hatte und daraus ein Plus gemacht worden ist? Danke, dass du da draußen dein Leben riskierst, während ich hier in Sicherheit bin und dir idiotische Anweisungen gebe. Nein, ich mache nur Spaß. Du bist ausbaufähig. Nächste Nebenwirkungen sind möglich. Finde die Gegenmittelprobe für Dr. Wenn du einem helfen willst, der eine Endzeitepidemie erschaffen hat, musst du ins alte Krankenhaus hinterm Friedhof bei Jacobs Cove gehen. Du musst eine Probe vom Gegenmittel finden, an dem ich gearbeitet habe. Es basiert auf Skag-DNA, weil es unter ihnen offenbar keine Untoten gibt. Schnapp dir die Probe und bring sie zu meinem Claptrap in der Stadt. Oh, fast hätte ich's vergessen. Hey, dann bring mir ein paar Flaschen Whisky mit. Ist schon lange verschwunden, aber es gibt einen Redet anderen er, Zugang. Wenn die auch in seine eigenen Gespräche rein? Such nach dem alten Grabstein am Strand, der da nicht hinlegt. Legst du ein paar Zombie-Bastarde für mich um? So, jetzt hat er zu Ende gesprochen bei mir. Also immer wenn ich näher komme zu ihm, redet er. Und weil er im Gespräch war und ich näher gekommen ist, hat er doppelt geredet. Ah, okay, alles klar. Ja gut, wir sollen auf jeden Fall jetzt ins Krankenhaus. Und so eine, die Probe da finden, also dieses Gegenmittel. Also ja, ich schätze das mal, dass er das hier alles gemacht hat. Wollen wir das morgen machen? Können wir machen. Ich frage mich nur, ob wir jetzt jedes Mal auf dem Fahrstuhl warten müssen. Ich hoffe mal nicht. Okay, unsichtbare Mauer. Es ist ungünstig. Nee, müssen wir nicht, siehst du? Ich fahre gerade damit runter. Der Sack existiert nicht. Ich wollte aufspringen. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir das morgen. Und dann gucken wir, was hier abgeht. Und schnetzeln nochmal ein paar Zombies weg. Und vielleicht finden wir mal eine Truhe. Und ein Multidress, aber egal. Es ist die Hoffnung, die ich möchte. Da kommt einer, Hoffnung. da kommt einer. Ich töte ihn für dich. Da links, hinter dir. Da ist er. Er hat mich vollgekotzt. Henner. So, dann bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.